Wir begrüßen Sie recht herzlich zu unseren drei Nachmittagssendungen, muss ich ja jetzt fast sagen. Wenn Sie gerade eben die Blasmusik gesehen haben, dort auf dem Ausstellungsgelände in Thamstedt, da wären wir jetzt auch sehr gerne. Aber leider hat uns dieses Jahr ja die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und um das Beste daraus zu machen, senden wir live hier aus Bremen. Neben mir habe ich zwei, oder ich muss ja sagen drei, Studiogäste. Einmal Herr Uwe Stauffenbiel, Gebäudeenergieberater aus Berlin mit Filiale in Bremen. Also jemand hier vor Ort, wenn man so will. Dann der Landtagsabgeordnete Martin Bäumer, CDU-Landtagsabgeordneter aus Wallenhorst im Landkreis Osnabrück. Und er ist unter anderem Mitglied oder beziehungsweise Sprecher im Ausschuss für Umwelt, Energie und Klimaschutz im Landtag und daher auch mit dieser ganzen Thematik betraut. Und hinter mir vom Bildschirm live dazugeschaltet ist Herr Ludwig Brokering von der Energie Brokering GmbH. Hallo Herr Brokering. Schönen guten Tag. Wir hören Sie auch. Ich glaube, jetzt kann man mich hören. Wir hören Sie klar und deutlich, wunderbar, als wären Sie hier neben mir. Ja, bin ich auch. Wir haben das Thema, wir steigen Ihnen aufs Dach. Wir wollen uns heute oder jetzt in der nächsten halben Stunde mit dem Thema Energiesparen beschäftigen. Es geht aber auch um Energieerzeugen. Also das ganze Thema vermischt sich ja immer so ein ganz kleines bisschen. Herr Bäumer, vielleicht starten wir mit Ihnen als Politiker. Wie begegnet Ihnen als Landtagsabgeordneter das Thema Energiesparen? Das war ja früher mehr so ein grünes Thema, will ich mal sagen. Mittlerweile ist das ja in allen Parteien angekommen und gilt ja mittlerweile auch als wichtiges Thema im Wahlkampf um die Bundestagswahl. Es war früher in der Tat ein Thema für Spezialisten, die gesagt haben, ich will auf jeden Fall meinen Energieverbrauch senken. Das haben ganz viele schon gemacht, glaube ich. LED-Lampe oder Leuchte war ja das Stichwort an der Stelle. Ich glaube, wir müssen das ganze Thema weiterdenken. Wir haben ja in Niedersachsen ein Klimaschutzgesetz gemacht, wo wir auch gesagt haben, wir wollen den CO2-Ausstoß nach und nach reduzieren und müssen jetzt gucken, wie wir an beiden Enden dieses ganzen Themas aber einmal Energieverbrauch reduzieren, zum anderen aber auch Energie möglichst erneuerbar herstellen. Das ist ein hochspannendes Thema und wir tun momentan auf allen Ebenen alles, um das weiter voranzubringen. Das Urteil vom Bundesverfassungsgericht hat ja klar gezeigt, man muss was tun an der Stelle und ich denke, wir tun eine ganze Menge. Beispiele könnte ich gerne nennen. Das Klimaschutzgesetz, können Sie das ganz kurz skizzieren? Wie unterscheidet sich das von dem Bundesklimaschutzgesetz, was ja auch vor zwei Wochen verabschiedet wurde? Ja, wir haben uns klar darauf konzentriert, dass wir gesagt haben, wir wollen die Dinge regeln, die der Bund nicht regelt. Also keine Doppelung nach dem Motto, wir schreiben das Gleiche nochmal auf, sondern wir haben klar gesagt, wo hat Niedersachsen etwas zu tun? Das ist einmal im Bereich der landeseigenen Gebäude, wo wir klar sagen, die sollen klimaneutral werden. Das ist im Bereich der Fahrzeuge, wo wir sagen, nach und nach gibt es nur noch klimaneutrale Fahrzeuge, keine Fahrzeuge oder kaum noch Fahrzeuge mit Verbrennern. Und auch bei dem Thema ÖPNV sagen wir ganz klar, gefördert wird zukünftig nur noch das, was wirklich sich mit erneuerbaren Kraftstoffen auch betreiben lässt. Also ganz klare Ansage. Und natürlich schreiben wir auch, wie wir im Laufe der nächsten Jahre CO2-Ausstoß reduzieren wollen. Also klare Ziele auch, die man kontrollieren kann. Und den Kommunen schreiben wir zum Beispiel auch vor, dass sie Energieberichte machen müssen. Ab 2022 muss jede Kommune jedes Jahr einen Bericht vorlegen und auch klar ihren Bürgern erklären, was sie gemacht hat. Herr Stauffenbiel, Herr Bäumer sprach von klimaneutralen Gebäuden. Lässt sich denn ein Altgebäude, wenn ich jetzt mein Einfamilienhaus betrachte, zu einem klimaneutralen Gebäude machen? Ja, das ist das Positive. Also grundsätzlich kann man sagen, ja, das können wir alles darstellen. Aber der Kasus Knactus ist, es kostet halt Geld. Der Staat, das Land unterstützt bei vielen Sachen, die überdurchschnittlich gemacht wird. Dafür gibt es entsprechend die Fördergelder. Und dann kommt es auf den Enthusiasmus bzw. den Geldbeutel des Kunden an, inwieweit man das Ganze auch tatsächlich umsetzen kann. Also wir können eine ganze Menge machen. Wir können sehr viel gestalten. Ich habe ein paar Beispiele nachher mitgebracht. Aber wie gesagt, es ist immer eine Frage zwischen Daumen und Zeigefinger. Ja, schönen Dank. Herr Brokering, Sie sind ja nun hauptsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe, im Bereich Photovoltaik und so weiter unterwegs. Kommt Ihnen das Thema Energiesparen im Gebäude, kommt Ihnen das auch vor oder geht es bei Ihnen mehr um Energieerzeugung? Ja, das gehört ja meines Erachtens beides zusammen. Der erste Schritt sollte natürlich sein, Energie einzusparen. Und da haben wir neben dem normalen Haushaltsstrom, wo wir vielleicht 10% Potenzial haben, haben wir das größte Potenzial im Bereich Heizung. Wenn Sie von einer Ölheizung bei einem ungedämmten Haus auf eine Wärmepumpe umstellen und Ihr Haus dämmen, können Sie deutlich über 80% Energie einsparen. Im Automobilbereich, da können Sie, wenn Sie vom Verbrenner umsteigen auf ein Elektrofahrzeug,
60 bis 70% Energie einsparen. Alles Primärenergie, die eingespart wird. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, diese Energie, die man dann noch als elektrische Energie braucht, dass man die selber erzeugt. Und das ist bei meinen Kunden, geht das eigentlich immer Hand in Hand. Entweder sie sagen, Mensch, Photovoltaik finde ich interessant, das möchte ich machen. Und dann im nächsten Schritt sehen sie, dass sehr viel Überschuss da ist. Was kann ich damit machen? Und dann kommt die Umstellung auf eine Wärmepumpe, Umstellung aufs Elektrofahrzeug oder umgekehrt durch die Förderung, die wir jetzt im Mobilitätsbereich haben, dass die Leute sagen, ich habe ein Elektroauto, jetzt will ich auch zu Hause tanken mit dem Strom vom eigenen Dach. Dann ist also der Ansatz, dass man mit dem Strom anfängt, eigentlich nicht korrekt, wenn Sie sagen, das sind nur 10% von dem Energieverbrauch des Einfamilienhauses. Also der Haushaltsstrom, da hat man wirklich das geringste Einsparpotenzial. Da sehe ich 10%. Die Sektoren Wärme und Mobilität, das sind die Sektoren, wo wir die größten Einsparpotenziale haben. Also wenn Sie möchten, kann ich das auch nochmal in einer Grafik darstellen. Dann mache ich einfach mal meinen Bildschirm jetzt weg und zeige Ihnen mal eine Grafik. Hier sehen Sie den Haushaltsstromverbrauch, was ich eben sagte. Sie können von 43.000 Kilowattstunden bei einem schlecht sanierten Haus mit Elektrofahrzeug, mit Verbrennerfahrzeug, mit Gas- oder Ölheizung, können Sie Ihren Primärenergieverbrauch auf ein Drittel insgesamt reduzieren. Und das muss der erste Schritt sein. Wir müssen einsparen und dann diese 12.000 Kilowattstunden, die man dann am Ende noch braucht, vielleicht sind es 10, vielleicht sind es 15, die dann möglichst elektrisch erzeugen. Herr Stauffenbiel, wie fange ich denn jetzt so eine Einsparung an? Man kann ja sicherlich viel machen. Sie haben gerade gesagt, ich könnte runter auf null. Das wird aber ja wahrscheinlich irgendwann selbst die Neubaukosten eines Hauses übersteigen. Was ist aus Ihrer Sicht sinnvoll? Wo sollte ich anfangen? Also wir fangen grundsätzlich immer an bei der Thematik der Gebäudehülle. Das heißt, wenn wir jetzt Wärme im Gebäude haben, haben wir grundsätzlich als Energieberater zwei Ziele, nämlich die Wärme, die im Gebäude ist, auch im Gebäude zu behalten, möglichst wenig zu verlieren. Und das zweite Ziel, was wir haben, ist der sommerliche Wärmeschutz, sprich also das, was von draußen an Energie kommt, sprich Sonne insbesondere, das so lange draußen zu halten, dass es uns nicht mehr belastet, dass wir abends lüften können. So, wenn wir das Ziel haben, wir wollen die Energie behalten im Gebäude, dann ist es so, dass wir sagen, wir haben das Dach, was gedämmt wird, wir haben die Fenster, die erneuert werden. Und wir haben die Gebäudehülle, sprich oberste, unterste Geschossdecke, sprich Kellerdecke und das Dach oben und die Außenfassade. Dann haben wir das Thema der Bauteile, der Baustoffe erledigt und dann kommen wir in die Technik hinein. Das ist dann das Thema mit der Heizungsanlage, die wir wählen können, ob es eine Luftwärmepumpe ist, Erdwärmepumpe, wie auch immer, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und dann haben wir noch weitere Technik im Gebäude, die wir nehmen können. Das ist zum Beispiel das Thema mit der Belüftungsanlage. Wenn wir gut dämmen, alles schön zumachen, haben wir meistens das Problem, dass wir hinterher dann aufgrund des benutzerbedingten Verhaltens Schimmel bekommen. Und das können wir halt über eine Automatisation dann mit der Lüftungsanlage klären. Und dann haben wir eigentlich schon so viel gemacht, dass der Kollege dann mit seiner Photovoltaikanlage zuschlagen kann. Wenn Sie sagen Gebäudehülle dämmen, da denkt man ja jetzt an Dämmplatten oder die Hohlschicht zwischen Außen- und Innenwand verfüllen. Was würden Sie da empfehlen? Was hat sich in letzter Zeit als besonders praktikabel erwiesen? Das kommt drauf an. Also wir müssen gucken, was haben wir für ein Gebäude? Welches Alter hat das Gebäude? Wie ist die Außenwand aufgebaut? Dazu zwei Beispiele. Ich habe neulich gehabt ein Gebäude mit einer Stuckfassade. Da wäre es ein Frevel, die Stuckfassade abzuschlagen. Das heißt, wir haben dort eine Innenwanddämmung gemacht, also von innen einen Wandaufbau, der entsprechend die Energie innen hält. Ist nicht eine hundertprozentige Lösung, aber schon eine sehr gute Lösung, dass wir Energie runterbekommen. Dann haben wir ein Gebäude aus den 70er Jahren. Da war es dann so, dass wir also dort auf der Ziegelkonstruktion, die wir dort hatten, von außen ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht haben. In diesem Fall als Steinwolle, weil wir müssen ja auch mal noch über neben der Thematik Energieeinsparung, neben der Thematik CO2-Einsparung auch noch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Herr Bäumer, ein ganz großes politisches Thema ist ja in diesem Jahr oder seit diesem Jahr durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz die CO2-Steuer, die immer also als CO2-Steuer bezeichnet wird oder der CO2-Aufschlag auf fossile Brennstoffe. Inwieweit ist das denn schon bei den Verbrauchern angekommen und spielt eine Rolle bei Dämmmaßnahmen oder bei der Abwägung, welches Heizungssystem wähle ich?
Nach meiner Erfahrung bislang noch kaum. Also die allermeisten haben mitbekommen, dass sich ab 1. Januar was verteuert hat. Das lag aber im Rahmen der normalen Schwankungen, die man so hat. Dass das jetzt aber regelmäßig am 1. Januar teurer wird, hat sich, glaube ich, bei den allermeisten noch gar nicht rumgesprochen. Wenn ich so unterwegs bin, dann wähle ich immer gern das Beispiel vom Elektroauto und vom Preis, der demnächst über das Thema Benzin draufkommt, und versuche allen klarzumachen, dass man den Strom für die nächsten 5 Jahre nach meiner Einschätzung relativ klar kalkulieren kann, wie sich der bewegen wird. Beim Thema Diesel oder Benzin wird es deutlich raufgehen, wenn der Ölpreis dann noch weiter steigt, noch deutlicher, sodass die allermeisten also wirklich allein aus ökonomischen Gründen darüber nachdenken sollten, ob sie sich ein Elektroauto anschaffen. Also ich glaube, bei den allermeisten ist es noch nicht angekommen. Ich persönlich, privat für mich, habe jetzt den Schritt gegangen, dass ich gesagt habe, das geht so nicht mehr weiter. Ich habe eine Gasheizung, die ist 25 Jahre alt. Ich habe ein Gespräch vereinbart mit einem Energieberater, der mir sagen soll, wie ich verhindere, dass ich zukünftig jedes Jahr im 1. Januar mehr bezahle. Ich glaube, da müssen sich ganz viele Gedanken machen, weil das kommt jetzt, und ich gehe fest davon aus, weil ja viele auch sagen, dieser CO2-Preis ist noch viel zu niedrig, dass wir sicherlich nach der Bundestagswahl, egal wer mit wem dann danach koaliert, auch darüber reden werden, dass der CO2-Preis noch deutlicher steigen wird. Also ich kann wirklich nur jedem Verbraucher empfehlen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, zu gucken, was kaufe ich mir für ein Auto, und zwingend darüber nachzudenken, muss es wirklich ein Verbrenner sein, weil die Kraftstoffpreise werden zwingend weiter steigen. Da kann keiner was dran ändern. Und auch beim Thema, wie versorge ich mein Gebäude mit Energie, darüber nachzudenken, ist jetzt die Zeit gekommen, vielleicht wegzugehen von Verbrennung, von fossilen Brennstoffen auf was anderes, weil sonst wird es eines Tages Energiearmut geben. Weg von fossilen Brennstoffen, Herr Bokering, Sie haben gerade schon das Thema Wärmepumpe ins Spiel gebracht als Energieversorgung. Das ist ja früher hauptsächlich ein Thema gewesen für den Neubau, weil ich ja auch ein etwas anderes Vor- und Rücklaufsystem habe oder beziehungsweise Vor- und Rücklauftemperaturen. Mittlerweile ist es aber so, dass die Wärmepumpe auch im Altbau angekommen ist, oder? Wie sehen Sie das? Richtig. Also ich wohne selber in einem Altbau, 1964 gebaut. Wir steigen in diesem Sommer auf eine Wärmepumpe um von einer Gasheizung. Und ich hoffe, dass das auch funktioniert. In 2 Jahren weiß ich mehr. Aber von der Tendenz her ist es so, dass Wärmepumpen heute schon mit Vorlauftemperaturen von 50 Grad arbeiten können. Und wenn ein Altbau schon einigermaßen saniert ist, gedämmt ist, sollte das auch funktionieren. Insbesondere wenn man mit einer Erdwärmepumpe arbeitet, die auch im Winter einen guten Wirkungsgrad hat. Und die Förderlandschaft sieht momentan sehr gut aus. Man bekommt aktuell bei Umstieg von Öl auf Wärmepumpe 45% Zuschuss auf die gesamte Investition, auch auf die Erdbohrung. Wenn man von Gas auf Wärmepumpe umsteigt, sind es 35%. Und das macht es durchaus sehr attraktiv, da seine Energiekosten für die nächsten 30 Jahre dann auch im Griff zu haben. Herr Stauffenbiel, könnten Sie ganz kurz erläutern, es geht ja jetzt wahrscheinlich um das Bundesprogramm, welches Bundesprogramm das ist, welche Förderung Herr Bokering meint, die so hohe Fördermöglichkeiten ermöglicht von 45%. Genau, also Sie haben im Endeffekt sogar noch einen kleinen Schnaps obendrauf. Ich packe noch mal 5% dazu, wir gehen auf 50. Und zwar ist es so, dass Sie über die BAFA und über die KfW entsprechende Förderprogramme haben. Wir haben beim Thema Heizung das Programm, was der Kollege meinte, ist jetzt für das Thema erneuerbare Energien. Dort würden Sie also entsprechend dann für die 45% sich das Ganze rechnen lassen, den Antrag einreichen und können im Vorfeld noch eines machen. Das wird auch noch sehr gut mit Zuschuss mit 80%. Das ist ein individueller Sanierungsfahrplan. Das heißt, dort wird eine Bilanz aufgestellt für das gesamte Gebäude im Ist-Zustand und im Soll-Zustand. Und wenn dieser Sanierungsfahrplan eingereicht worden ist, der für ein Einfamilienhaus den Eigentümer selber um die 480 Euro kostet, dann gibt es nochmal diese 5% obendrauf. Und das ist halt das Programm für erneuerbare Energien im Rahmen der BEG, wie es so schön heißt, BEG-Einzelmaßnahmen. BEG steht für? Das ist das bundesweite Emissionsgesetz. Nein. Bundesprogramm Energieeffizientes Gebäude. Genau. Und BAFA hatten Sie gerade gesagt, die Abkürzung sollten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz erläutern. Das ist ja auch nicht jedem geläufig. Das ist das Bundesamt für Ausfuhr- und Wirtschaftskontrolle. Und KfW ist die Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ja. Und unter bafa.de und kfw.de finden Sie Informationen dazu, falls Sie sich informieren wollen. Und die Abkürzung BEG steht für Bundesprogramm Energieeffizientes Gebäude. Und da würde man dann auch... Wollen Sie bei mir arbeiten?
Da würde man dann auch Sachen finden. Herr Bäumer, Sie hatten vorhin auch noch Förderprogramme aus Niedersachsen angesprochen. Wir haben ja jetzt gerade vom bundesweiten Förderprogramm gesprochen. Was kriegt denn der Häuslebauer bzw. der Hausbesitzer in Niedersachsen noch an Möglichkeiten obendrauf, wenn er sich dafür interessiert? Was ich für total lukrativ halte, ist das Thema Photovoltaikspeicher. Wir haben zu Beginn des Jahres ein Programm aufgelegt über 75 Millionen Euro, wo also jemand, der eine Photovoltaikanlage neu macht oder eine vorhandene hat und einen Photovoltaikspeicher kaufen will, einen Zuschuss von 40% bekommt, wo man, wenn man für das Elektroauto einen Ladepunkt installiert, nochmal Geld bekommt. All das kann man kombinieren. Von diesen 75 Millionen Euro sind bislang schon 50 Millionen Euro abgeflossen, sodass ich nur jedem, der sich mit dem Thema beschäftigt, raten kann, sich auf den Weg zu machen und noch einen Antrag zu stellen, dass er nicht feststellt, mein Gott, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es gemacht. Also insofern, da sind noch ca. 20, 25 Millionen Euro, aber das ist sehr lukrativ, weil es gibt halt 40% und das sorgt schon dafür, dass die gesamte Photovoltaikanlage wirklich bezahlbar wird. Bislang war es aber so, dass man immer gesagt hat, gerade im Hausbereich sind die Speicher noch zu teuer. Aber mit der Förderung könnte sich das schon lohnen? Also mit der Förderung würde ich sagen, ich war auch bislang eher skeptisch. Ich kann mich erinnern, in einem Landtagswahlkampf habe ich mal so einen Speicher gesehen. Da habe ich für mich ausgerechnet, ob sich das lohnt, war ich mir sehr unsicher. Nur mittlerweile bin ich davon überzeugt, die Zeit ist weitergegangen. Und mit 40% Förderung, glaube ich, ist das in der Tat sehr lukrativ, weil sie natürlich den selbst produzierten Strom, und das kann Herr Bruckring sicherlich genauer sagen, was das ist, aber ich glaube, sie können mit einer Photovoltaikanlage Strom für 11 bis 13, 14 Cent pro Kilowattstunde produzieren, packen den in den Speicher, kriegen den mit 40% gefördert und dann, wenn sie noch Elektroauto fahren, glaube ich, kann das eine sehr runde Sache werden. Kann nur jedem empfehlen, dass er sich schnell auf den Weg macht, nicht, dass er irgendwann zu Weihnachten feststellt, der Topf ist leer. Herr Bruckring, was sagen Sie zu einem Speicher? Ist das notwendig, nötig? Also die Speicherförderung vom Land Niedersachsen, die es ja seit Anfang des Jahres gibt, hat tatsächlich dazu geführt, dass die Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher jetzt die gleiche Wirtschaftlichkeit hat wie eine Photovoltaikanlage ohne Batteriespeicher. Die Batteriespeicher entlasten das Netz. Deshalb ist es eine sehr sinnvolle Sache, möglichst dezentral auch diese Speicher zu platzieren. Ich hoffe, dass das niedersächsische Wirtschaftsministerium dann das Portemonnaie nochmal wieder aufmacht, wenn das letzte Drittel vergeben ist, weil das ist wirklich eine sehr sinnvolle Sache. Und ich habe vor diesem Speicherprogramm war es so, dass vielleicht so die Hälfte der Kunden eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher gebaut haben, weil sie es einfach sinnvoll fanden und haben wollten. Und heute ist es so, dass ich eigentlich fast 90% der Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher verkaufe. Und dann haben Sie, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das Heizthema, Sie haben also auch gesagt, dass es eine Möglichkeit ist, die Wärmepumpe, wobei wir jetzt noch nicht geklärt haben, Luft-Luft-Wärmepumpe oder Luft-Wasser, was würden Sie da bevorzugen? Es kommt da auch so ein Stück weit auf die Gebäudetechnik an. Also im Neubau, wenn ich ein sehr gut gedämmtes Haus hat, bin ich der Überzeugung, dass auch im Winter eine Luftwasserwärmepumpe gut arbeiten kann. Bei mir beim Altbau, da habe ich eher noch meine Frau Bedenken bekommen, ob wir das Haus wirklich im Winter warm kriegen. Und da haben wir uns aus dem Grund für eine Erdwärmepumpe entschieden. Ich habe es mal so über einen dicken Daumen kalkuliert. Also wir haben die Hoffnung, dass diese Mehrkosten für die Erdbohrung sich innerhalb von 8 bis 10 Jahren amortisieren, aufgrund des höheren Wirkungsgrades im Winter. Es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, aufgrund der gesunkenen Kosten zur Herstellung von Solarstrom mit Solarstrom selbst zu heizen. Was halten Sie davon? Das ist auf alle Fälle eine sehr wichtige Kombination. Photovoltaikanlage und Wärmepumpe. Man muss aber auch sagen, dass die meiste Wärme wird im Winter gebraucht, weil da haben wir den größten Heizenergiebedarf. Eine Wärmepumpe in einem Einfamilienhaushalt kann irgendwo zu 20-25% durch die eigene Photovoltaikanlage bedient werden. Im Winter kann man sich aber auch Windstrom einkaufen. Man kann ja erneuerbare Energien nutzen. Und deshalb neben der Photovoltaik ist auch die Windkraft ein ganz wichtiges Thema, dass wir die auch in Niedersachsen voranbringen. Und in dieser Kombination Sonne vom eigenen Dach, Windkraft im Winter einkaufen, können wir halt eine Wärmepumpe auch wirklich 100% mit erneuerbaren Energien nutzen.
Herr Stauffenbiel, was würden Sie noch als Alternative zum Heizen ansehen? Also wir können jetzt einfach bei dem Beispiel bleiben. Sie können ja mit einer Solarthermieanlage arbeiten und dann in einer Kombination mit einem Pelletofen. Das finde ich persönlich sehr attraktiv und viele Kunden, die eigentlich einen Kaminofen haben möchten. Da ist es so, dass wir dann sagen, okay, in dem Augenblick auch im Rahmen der Förderung bekommst du einen Pelletofen. Das ist dann ein wassergeführter Ofen, der quasi es unterstützt. Und in dieser Kombination ist es so, dass ich dann also auch im Winter sehr gut damit klarkomme. Ne? Also von daher Solarthermie mit Pelletofen ist eine gute Kombination. Und sollte ich jetzt vielleicht nochmal ganz kurz sagen, dass dann ein wassergeführter Pelletofen jetzt nicht der ist, den man für 75 Euro bei Obi bekommt oder im Baumarkt, sondern dass man den irgendwo an das Heizungssystem anschließen können muss. Genau. Also im Endeffekt ist er ja ein bisschen teurer, hat einige ganz große Vorteile. Im Endeffekt liegt von den Kosten her, fängt er bei 2.500 Euro an. Wir brauchen meistens 6-8 kW-Öfen, das ist nicht allzu viel. So, sie werden angeschlossen an die Heizung. Und was ich persönlich halt sehr, sehr attraktiv empfinde, ist, dass das Ganze gesteuert ist. Das heißt, rein theoretisch, wenn Sie jetzt auf dem Weihnachtsmarkt sind, den wir ja hoffentlich bald wieder haben, und sagen, es ist kalt, dann sagen Sie Ihre App, hey, Pelletofen, geh mal an. Und wenn Sie nach Hause kommen, haben Sie eine Flamme, als wenn Sie einen normalen Kaminofen haben und unterstützen gleichzeitig Ihre Heizung. Ja, das finde ich also persönlich als eine ganz gute Lösung, die man da machen kann. Und wir haben die Möglichkeit, mit Gas-Hybrid-Anlagen zu arbeiten. Also Gas wird noch einiger Zeit gefördert. Auch eine sehr interessante Lösung, weil viele Kunden ja dieser ganzen Thematik der Luft-Wärmepumpe nicht so richtig trauen. Die sagen immer, ah, was passiert im Winter? Auch das Argument von eben. Wobei ich sagen muss, da bin ich für einen Neubau total entspannt, weil wir dann noch einen Heizstab damit einbauen. Und in einer Bestandsimmobilie muss man es halt rechnen. Da können wir dann mit Niedertemperatur-Heizkörpern arbeiten. Also wir finden da meistens gute Lösungen. Es dreht sich ja vieles um Photovoltaik, Herr Bäumer. Es gibt jetzt in anderen Bundesländern die Idee, so eine Solarpflicht auf Dächern einzuführen. Was halten Sie davon oder ist da in Niedersachsen auch irgendwas geplant? Wir sind momentan gerade dabei, die Bauordnung zu novellieren. Es ist jetzt gerade so weit, dass die Vorschläge dafür auf dem Tisch liegen. Beratung darüber wird nach der Sommerpause stattfinden. In Kraft treten wäre zum 1. Januar 2022. Wir wollen ganz konkret eine Solarpflicht für neue Gewerbebauten, also nicht für Bestandsbauten, nicht, dass da jemand nervös wird, aber neue Gewerbehallen, die irgendwo entstehen, da muss zukünftig oben Photovoltaik drauf. Ich denke, dass das in den allermeisten Fällen auch wirtschaftlich Sinn macht. Wir wollen es halt aber eben verpflichtend haben und wir wollen auch, dass bei neuen Parkplätzen, mehr als 50 Parkplätze, die gebaut werden, vielleicht bei großen Möbelhäusern, dass unten die Autos parken und oben drüber ist Photovoltaik, um die Fläche einfach auch doppelt zu nutzen. Diskutieren momentan gerade noch über eine Photovoltaikpflicht für neue Eigenheime. Da lässt mich ein bisschen zurückschrecken, dass die Kosten ja in dem Bereich dramatisch gestiegen sind. Ob man dann wirklich den Bauherren verpflichten sollte, dann jetzt noch für 10, 15, 20.000 Euro oben Photovoltaik drauf zu packen, ob das die Banken bereit sind zu finanzieren, bin ich etwas skeptisch. Wir diskutieren es aber noch, kann sein, dass wir es machen. Momentan vorgesehen ist es noch nicht. Die hohen Kosten sind sicherlich ja auch der Pandemie geschuldet oder hat es auch noch andere Gründe, dass die Baukosten so stark gestiegen sind? Ja, ich glaube, da kommen mehrere Dinge zusammen. Zum einen ist es sicherlich, dass die Lieferketten etwas weniger stabil sind als vorher. Zum zweiten kommt dazu, dass natürlich in unsicheren Zeiten manch einer auch eine Spekulationsidee hat. Also ich habe auch schon von Menschen gehört, die haben sich tonnenweise Dachlatten weggelegt in Hallen, weil sie darauf spekuliert haben, dass der Preis steigt und sich verdrei, vervier oder versechsfacht. Auch die Menschen gibt es. Die Preise kommen momentan schon wieder ein bisschen zurück, aber wir stellen trotzdem fest, dass manches nicht mehr so ist wie früher. Also wer aktuell bauen muss, wer den Bauunternehmer beauftragt hat, der kriegt sicherlich graue Haare. Wer neu bauen will, hat vielleicht die Chance, dass er noch ein bisschen wartet, damit die Preise wieder ein bisschen runterkommen. Aber generell zeigt sich, dass in diesen Zeiten, wo es Negativzinsen gibt auf Sparkonten, dass irgendwo die Menschen in Sachwerte flüchten und ganz runterkommen werden die Preise wohl nicht mehr. Ja, ist das auch Ihre Beobachtung? Wie sieht es zum Beispiel aus mit den Kosten für Dämmmaterial im Moment? Sind die auch gestiegen? Also die Kosten für Dämmmaterial sind auch gestiegen. Wir müssen natürlich sehen, dass es weltweit eine sehr große Nachfrage gibt, muss man ganz klar sagen. Und es ist natürlich auch so, dass gerade die Großhändler dann auch entsprechend ihre Margen reinnehmen können. Also von daher, wenn Sie uns das Thema Baupreise anschauen, ist eigentlich durch die Bank, Holz ist zurzeit das Top-Thema dabei, ist es so, dass halt überall die Preise markant gestiegen sind. Ja. Und gibt es bestimmte Dämmmaterialien, die Sie besonders empfehlen würden? Also ich persönlich würde gerne auf Nachhaltigkeit gehen. Dass wir also darüber sagen, dass eines der Probleme, was wir zum Beispiel mit dem Styropor haben, dass wir es nach wie vor hinterher nicht recyceln können, dass wir solche Thematiken versuchen zu meiden,
was auch Sinn macht, auch unter CO2-Gesichtspunkten. Und dann ist eigentlich von den nachhaltigen Aspekten her zum Beispiel das Thema Mineralwolle relativ weit vorne. Und auch beim Stämmen gibt es ja Fördermittel. An wen kann man sich da wenden oder was ist da so ungefähr im Gespräch? Also grundlegend an die netten Gebäudeenergieberater natürlich, aber sie haben von den Fördermaßnahmen her liegen sie im Bereich der Gebäudehülle in der Regel so zwischen um 20%. Und wenn wir Glück haben, dass wir das Gebäude auf ein Effizienzhaus hochrechnen können, können es auch schon mal um die 30-32% sein. Und wo kann ich mich darüber informieren, über diese Fördermittel? Sie können sich informieren bei der KfW und bei der BAFA wieder dabei. Oder es gibt ja zum Beispiel jetzt hier in Niedersachsen den GIH, genauso wie viele andere Gebäudeenergieberater frei. Das ist der Gebäudeenergieberater im Handwerk. Ah ja. Na, wir sitzen also jetzt hier, es gibt 128 aktuell Gebäudeenergieberater, komplett über Niedersachsen verteilt. Das ist eine sehr schöne Lösung. So, und da entsprechend anfragen und dann bekommen Sie ein Beratungsgespräch, wo dann gesagt wird, okay, was können Sie grundsätzlich machen? Und das Top-Thema ist dann immer dieser individuelle Sanierungsfahrplan, den ich vorhin schon mal sagte, wo das dann auch dann schwarz auf weiß dargestellt wird, mit Fördermitteln, allen drum und dran, auch für denjenigen, der nach und nach sanieren möchte, auch dafür. Ja, das geht also auch, dass man, das also auch in Bezug auf den Erhalt von Fördermitteln, dass ich also nicht alles auf einmal machen muss. Ja, genau, das hat also der Staat Gott sei Dank gemacht. Früher war es so, dass man alles auf einmal machen musste. Mittlerweile ist es so, dass sie halt das Ganze über einen bestimmten Zeitraum strecken können. Und wir müssen ja auch dabei sehen, es sind ja sehr viele Leute dabei, die jetzt eine Eigenleistung machen, wo das nicht so das große Geld dann da ist, dank auch der niedrigen Zinsen. So, und die können es halt über mehrere Jahre strecken. Ja. Ja, meine Herren, herzlichen Dank für die super spannenden Informationen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben ein paar Einblicke bekommen. Wir konnten leider in 30 Minuten jetzt nicht das Thema erschöpfend diskutieren, aber wir haben gesehen, dass im Moment politisch und in der Öffentlichkeit ja sehr viel über Strom geredet wird. Aber es ist doch durchaus sinnvoll, sich in erster Linie mit der Dämmung, also mit dem Einsparen von Energie zu beschäftigen. Im zweiten Schritt sich dann zu überlegen, wie kann ich mein Heizsystem modernisieren? Und im dritten Schritt kann ich mir dann überlegen, kann ich das mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach verbinden, die ich dann letztendlich wieder für einen Speicher nutzen kann oder für ein Elektroauto. Zum Thema Elektroauto bitte ich Sie noch kurz auszuhalten, denn da kommen wir gleich zu einer nächsten Diskussionsrunde. Deswegen habe ich das Thema hier so ein bisschen ausgelassen. Ja, und ich möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich bei Herrn Stauffenbiel, bei Herrn Bäumer und Herrn Bokering bedanken.